Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Kurzkritik-Video. Ich habe hier wieder 6 Filme am Start und ja, es waren ja in letzter Zeit sehr viele Filme, die ich gesehen habe. Und ich hatte im letzten Video auch schon angesprochen, dass ich mit meinem Handy ein bisschen Probleme hatte, Videos aufzunehmen bzw. die Daten zu transferieren. Aber scheint jetzt wieder alles zu klappen, deswegen kommen jetzt ein paar mehr Videos davon. Aber ich muss mich eigentlich auch nicht in jedem Video dafür rechtfertigen, ihr wisst das ja mittlerweile schon. Und dieses Format ist ja auch mit das Hauptformat auf meinem Kanal. So, dann habe ich auf jeden Fall mit einem Film angefangen. Oder ich fange mit einem Film an, den ich schon sehr lange sehen wollte. Und der mir jetzt auch ein bisschen Klarheit geboten hat. Darauf komme ich gleich noch zu sprechen. Das wäre Nächte des Grauens. Ja, aus Großbritannien von 1966. Das Ganze geht 86 Minuten und ist vom Regisseur John Gilling. Der sagt mir eigentlich so nichts, aber der hat Filme gemacht wie Das schwarze Reptil oder Der Fluch der Mumien. Ist alles so Hammerproduktion wahrscheinlich. Darum kenne ich die auch nicht. Und ja, hier geht's halt. Ja, man halt einen Zombie-Film. Quasi. Nicht solche Zombie-Filme, wie man sie heutzutage kennt, sondern das Ganze geht eher in diese ganz, ganz Oldschool-Richtung, noch vor Night of the Living Dead. Da gab es ja dann Filme wie White Zombie und sowas. Quasi sind die Zombies hier noch nicht wirklich so die überkrasse Bedrohung, sondern kommen vereinzelt mal und scheinen auch hier noch ziemlich gut denken zu können. Also so macht das auf jeden Fall den Eindruck. Und es geht hier halt darum, dass Opfer, also dass Menschen verschwinden in einer kleinen Stadt. Und der Sheriff, ist das aus dieser Stadt oder sowas, fragt um Hilfe bei unserem Hauptdarsteller hier. Ich kann dir auch jetzt nicht genau sagen, wie die Leute heißen und sowas. Das ist einfach zu lange her und ich kenne mich da auch nicht so gut aus in diesem Milieu hier. Auf jeden Fall kommt er dann halt in diese Kleinstadt auch an und die versuchen das Ganze dann irgendwie aufzuklären. Also hat das auch einen ganz großen Krimi-Einfluss, dieser Film. Es ist so ein Horror-Krimi. Ich habe mir erhofft, dass ich hier einen richtig schönen atmosphärischen Zombie-Film à la Nacht der reitenden Leichen bekomme. Habe ich nicht bekommen. Ich muss sagen, dass ich auch hier wieder von den Hammer Productions enttäuscht war, nachdem ich ja letztens schon Zirkus der Vampire gesehen hatte, der mir gar nicht so zugesagt hat. Muss ich es auch sagen, hier sagt mir auch nicht so zu. Ich glaube einfach, dass ich mit diesen Hammerfilmen nichts anfangen kann. Ich werde natürlich auch weiterhin versuchen, mir Filme davon anzusehen, aber ich werde da jetzt nicht mehr konsequent nachsuchen, weil ich habe das Gefühl, dass das einfach nicht so mein Ding ist. Ja. Hier sehen wir auch schon auf der Rückseite so ein kleines Bildchen, was mich auch sehr beeindruckt hat. Und ich habe auch einfach gehofft, dass das Ganze sehr, ja, so atmosphärisch rübergebracht wird. Allerdings hatte ich einen falschen Eindruck von diesem Bild. Allgemein von diesem Film. Der ist auf jeden Fall interessant und der fängt auch spannend an. Also vor allen Dingen für Leute, die Krimis mögen. Die sollten hier wohl mal einen Blick riskieren und halt den Horror nicht abgeneigt sind. Ich allerdings für meinen Teil konnte damit nicht wirklich was anfangen. Die Story am Anfang, wie gesagt, war es noch sehr spannend. Aber mit der Zeit, als man dann auch die ersten Zombies sieht, die mich nicht überzeugt haben, verliert man dann, also habe ich das Interesse einfach auch ein bisschen an diesem Film verloren. Ich habe ihn zwar dann durchgezogen, aber ich muss schon sagen, habe weitaus bessere Filme schon gesehen. Allerdings auch weitaus schlechtere. Also Zirkus der Vampire, der war jetzt zum Beispiel, hat mir noch weniger gefallen. Von dem gibt es hier 5,5 und das sind auch gnädige 5,5 von 10 Punkten. Fliegt aus der Sammlung raus, werde ich mir auch nie wieder ergeben, wahrscheinlich. Schade einfach, die Atmosphäre stimmte nicht für meinen Geschmack. Dann habe ich hier einen Film, der mir auch empfohlen wurde oder den ich aus einer Liste entnommen habe, die mich sehr interessiert hat. Und dann habe ich mir den jetzt einfach mal zugelegt und siehe da, einen coolen Film gefunden. Und zwar geht es um Nocturnal Animals mit Amy Adams und Jake Gyllenhaal.
Das ist ein Film von 2016, amerikanische Produktion von Tom Ford. Und Tom Ford ist eigentlich ein Modedesigner. Der hat eigentlich überhaupt nichts im Filmgeschäft verloren, denkt man. Das scheint auch ein ziemlicher Assi zu sein, so was ich gehört habe. Aber hier hat er jetzt seinen zweiten Film gemacht, nach A Single Man, nun Nocturnal Animals mit 111 Minuten. Hier unten steht auch verstörender Thriller. Ja, und nun, dann habe ich ihn mal angeguckt. Ich mag Amy Adams, ich mag Jack Gyllenhaal sehr gerne und ich muss sagen, dieser Film ist wirklich richtig, richtig gut. Also es geht quasi darum, dass Amy Adams hier in ihrer Rolle als Susan ein Buch von ihrem Ex-Mann, der von Jack Gyllenhaal gespielt wird und Edward heißt, ihr ein Buch schickt. Weil sie damals immer meinte, dass er diesen Schriftstellerjob nicht nachgehen soll, weil er keine Bücher schreiben kann. Und er schickt ihr dann ein Buch und sie liest dann dieses Buch. Aber weil das Buch ist halt, das wird dann parallel wirklich auch so verfilmt natürlich, was in diesem Buch abgeht, was sie da liest. Und das ist teilweise wirklich verstörend und brutal. Und worauf sie nicht klarkommt, allerdings von diesem Buch aber auch gefesselt wird. Sie will immer weiter dieses Buch lesen und man kommt so gesehen dann auch immer weiter in diese Story rein, versucht sich da ein Bild drauf zu reimen, weil diese Hauptperson in dieser Story auch von Jack Gyllenhaal gespielt wird. Das hat auch seine Gründe, die ich hier aber nicht verraten möchte. Dazu sollte man sich den Film angucken, weil es ist auf jeden Fall auch ein Film zum Nachdenken. Und zum Schluss im Finale, also nach dem Film, stand ich auch da mit sehr vielen Fragen, musste mich halt auch so nochmal ein bisschen im Internet mit diesem Film beschäftigen, weil ich schon in ja, diese Deutung dieser ganzen Szenen sehr gern auch mal von anderen Leuten nochmal erfahren wollte, wie sie das gesehen haben. Und ich muss sagen, das alles hat dann auch Sinn gemacht. Ich meine, ich habe den Film jetzt auch verstanden, bin ich mir ziemlich sicher. Ist halt wieder mal, also sehr. Ruhig, ruhig, Nico, nicht hier so abgehen jetzt. Es ist auf jeden Fall ein sehr, teilweise sehr ruhiger Film, der aber auch so seine Terrormomente hat. Also wirklich teilweise ein bisschen eines Terrorfilms entsprungen. Das ist dann allerdings in diesem Buch, was sie liest, ne? Passt aber auch super gut. Der Film wird sehr unangenehm an manchen Stellen. Und vor allen Dingen spricht, also es gibt ja so viele Filme, die sagen, David Lynch wäre stolz, David Lynch dies und das, David Lynch wie ein Film von David Lynch. Dieser Film wirbt nicht damit, dieser könnte es aber. Der Film hat wirklich viel Ähnlichkeit mit der Handarbeit von David Lynch und gerade das hat mir bei diesem Film auch gut gefallen. Und ich muss natürlich dann auch noch mal ganz klar sagen, David Lynch-Fans müssen hier einfach mal einen Blick riskieren. Nocturnal Animals bekommt man echt günstig im Internet. Von daher macht das mal. Den kann man vielleicht sogar streamen, das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall eine große Empfehlung. Von mir gibt es auf jeden Fall 8,5 von 10 Punkten und der wird auf jeden Fall in meine Sammlung kommen und ich werde den auf jeden Fall nochmal gucken. Ein echt guter Film. So, dann kommen wir zu einer Dritt- oder Viertsichtung. Ich weiß das nicht ganz genau. Eines Lieblingsfilms von mir. Also da muss ich eigentlich gar nichts mehr zu sagen, wirklich. Und das wäre Der Heilige Berg von Alejandro Jodorowsky. Mexikanischer Film von 73. 115 Minuten geht das Ganze hier in der Veröffentlichung von Bildstörung. Und ja, Jodorowsky kennt man natürlich von Filmen wie El Topo oder Santa Sangre. Sehr speziell und unerreicht. Auch selten, denke ich mal, kopiert, weil viele wissen einfach, dass man diese Art von Film, die Jodorowsky macht, einfach nicht nachmachen sollte, weil Jodorowsky ist, glaube ich, der Einzige wirklich, der diese Filme sowas von in Perfektion hinbekommt. Und hier, Heilige Berg, die Story jetzt wirklich zusammenzufassen, grenzt fast meiner Meinung nach an eine Unmöglichkeit. Also so wie ich es jetzt deuten konnte, habe ich auf jeden Fall hier in der ersten Hälfte des Films eine Parodie auf die Wiederauferstehung von Jesus. Also der Film ist sehr religionskritisch. Und die zweite Hälfte wird dann immer abgefahrener, nachdem Jesus dann
die Erde verkörpert oder die Erde für die Erde eintritt, ich weiß nicht ganz genau, kommen dann auch irgendwelche Lebewesen, also sind Menschen, aber ja, also quasi von jedem Planeten in unserem Sonnensystem. Und da wird dann auch vorgestellt, wie diese Planeten abgehen. Also die sind dann sehr erdähnlich. Also es ist hier alles nicht realistisch. Das darf man so nicht sehen. Man muss sich einfach ergötzen an diesen Trip. An wirklich, das ist ein reiner Filmtrip. Und man muss sich einfach auf diese Story einlassen. Man darf jetzt hier nicht erwarten, dass hier alles mit logischen Dingen zugeht. Ja, und dann müsst ihr euch einfach wirklich selber ein Bild machen. Ich kann das jetzt hier nicht erklären. Auf jeden Fall laufen dann diese ganzen Leute von diesem Planeten, jeweils ein Vertreter pro Planet, um diesen heiligen Berg zu erklimmen. Und ja, was aber da passiert, es passiert einfach wirklich so viel in diesem Film. Das ist so ein absolutes Kunstwerk. Das muss auch teilweise wirklich heftig gewesen sein in diesen Dreharbeiten. Man munkelt, aber es ist eigentlich auch bewiesen, dass Alejandro Jodorowsky irgendwie Schlafentzug, bevor er hier das Drehbuch geschrieben hat, sich Schlafentzug ausgesetzt hat, eine Menge Acid genommen hat oder LSD und da auf diesen Erfahrungen, diesen Film, dieses Drehbuch geschrieben hat. Teilweise hörte ich sogar, dass diese ganze Hauptbelegschaft, die hier in diesem Film spielt, auf Acid war. Keine Ahnung, ja, so habe ich jetzt auch nicht weiter was gefunden. Ich habe das irgendwo mal aufgeschnappt, aber ob das nun wirklich wichtig ist und auch richtig ist, das kann ich jetzt im Nachhinein nicht mehr sagen. Aber es ist einfach ein richtig abgefahrener Film und vor allen Dingen auch absolut unkonventionell. Also wirklich was nur für ja, Filmliebhaber, die diese Art von Film, die ich mag, gerne gucken. Aber die meisten werden diesen Film auf diesem Kanal wahrscheinlich eh schon kennen. Von daher brauche ich da jetzt auch nicht mehr wirklich viel zu sagen, außer dass das einfach wieder ein absoluter Genuss war, diesen Film zu sehen. Hier sieht man auch schon, wie farbenfroh der ist. Hier ist auch der Soundtrack mit enthalten. Beste Edition ever. Von mir gibt es auf jeden Fall wieder volle Punktzahl. 10 von 10. Es ist einfach ein Top-Film. Es ist einer meiner Lieblingsfilme. Super geil. So, dann kommen wir zu einer kurzen Serie, die ich geguckt habe. Und da ist es ist wirklich eine Kurzserie, oder eine Miniserie nennt man das sogar. Wurde mir so oft empfohlen und habe ich dann günstig bekommen, habt ihr auch schon im Update gesehen. Und jetzt bin ich damit durch. Und das wäre Tschernobyl. Oh, Tschernobyl. Ich weiß nicht ganz genau, wie man das jetzt hier aussprechen soll. Ja, und hier geht es quasi wirklich um diesen Super-GAU, der da 86 passiert ist. Und hier versucht man auch wirklich eins zu eins, so gut es geht, das Ganze nachzustellen. Und ja, das Ganze ist von 2019, amerikanisch-britische Produktion. 312 Minuten innerhalb von 5 Folgen. Und ja, Regisseur war hier Johan Renck. Der hat eigentlich nie Filme gemacht, aber der hat auf jeden Fall schon Folgen für Serien wie Breaking Bad, The Walking Dead, Vikings oder auch Bates Motel gemacht. Also in der Serienlandschaft ist der Typ kein unbeschriebenes Blatt. Und hier hat er nun sein letztes Werk, eine ganz eigene Serie gemacht mit Tschernobyl. Und ich muss sagen, wenn man sich mit diesem Thema noch nicht so krass auseinandergesetzt hat, was viele wahrscheinlich noch nicht gemacht haben, ist das wirklich schockierend. Also es ist wirklich krass umgesetzt. Gerade der Anfang, die ersten 2 Folgen von dieser Serie sind noch sehr explizit jetzt wirklich auf diese Zeit, wo es wirklich passiert ist. Also schwer zu sagen, also sagen wir mal besser so, ab Folge 3 sind es dann wirklich schon Wochen später nach diesem Super-GAU und man wird eher mit den Folgen konfrontiert. Aber spannend ist es wirklich vor allem in den ersten 2 Folgen, als dieses Unglück passiert. Man kriegt das ja direkt mit. Es geht ja nicht hier so los, dass es schon passiert ist. Man kriegt ja halt auch direkt mit, warum es passiert, wieso es passiert. Und ja, was mir hier auch wieder aufgefallen ist, es ist wie im wahren Leben, es ist einfach nur wichtig, einen Schuldigen zu finden, anstatt erstmal diese Misere irgendwie in den Griff zu bekommen, beziehungsweise noch Schlimmeres zu verhindern, ist es hier erstmal auch wichtiger, den Schuldigen zu finden. Ist leider so,
hier auf unserem Planeten. Die Menschen sind so. Aber ich muss sagen, große Empfehlung, diese Serie. Gerade dafür, dass es auch nur 5 Folgen sind, kann man sich das wirklich mal eben ansehen. Und ich finde, da sollten auch andere sich mal oder alle andere Serien mal eine Scheibe von abschneiden. Also ich gucke viele Serien nicht, weil die mir einfach zu lang sind. Ich habe die Zeit nicht. Und wenn man dann einfach mal eine Staffel hat, wo es nur 5 Folgen gibt und man auch auf unwichtige Nebenhandlungen eigentlich mal verzichtet, da muss ich schon wirklich sagen, ist das für mich auf jeden Fall realistischer, mehr Serien zu gucken. Und Tschernobyl war da mal ein gutes Beispiel. Kann man sich gut angucken, wird in meiner Sammlung bleiben auf jeden Fall. Diese Serie werde ich mir auf jeden Fall auch nochmal angucken. Sehr gerne dann auch im Originalton, weil ich kann mir vorstellen, dass das noch um einiges mehr Spaß macht. Von mir kriegt diese Serie auf jeden Fall insgesamt 8 von 10 Punkten. Ist keine Top-Serie, also ist jetzt nicht eine der besten Serien, die ich je gesehen habe, aber es ist eine sehr gute Serie. Boah, jetzt will ich mal eben einen Schluck trinken hier. Ich will das jetzt nicht rausschneiden. Aber ich kriege mal diesen Gelaber auf Pappmaul. So, und dann haben wir jetzt noch 2 Filme hier. Und dann habe ich auch so eine kleine Wissenslücke schließen können. Und zwar mit einer Erstsichtung von Das Dorf der Verdammten. Ja, nun, ich wusste schon grob, worum es geht. Ich habe auch schon mal so ein paar Szenen aus diesem John Carpenter-Film gesehen. Allerdings habe ich ihn mir jetzt mal komplett angeguckt. Wie gesagt, von John Carpenter. Amerikanische Produktion von 95. Das Ganze geht 94 Minuten. Ja, Carpenter, was soll ich dazu sagen? Kennt man Halloween, das Ding aus einer anderen Welt hat er gemacht. Sie leben. Also es ist ein wahrer Meister, der auch viele Meisterwerke rausgehauen hat. Hier würde ich jetzt sagen, ist man fast auf ein Meisterwerk gestoßen. Also ich fand den Film ganz gut. Es ist halt so, dass, ja, wie soll man sagen, wo soll ich anfangen, ohne dass ich da jetzt groß spoilere. Es passiert an einem bestimmten Ort, dass plötzlich alle für einige Stunden einschlafen. Komplett alle Menschen, die sich in einem bestimmten Radius befinden. Das fällt dann natürlich auch auf und viele Polizisten und Reporter und alles stehen dann an einer gewissen Grenze, die man schon gezogen hat. Die konnte man dann schon ausfindig machen. Und ja, versucht halt rauszukriegen, was ist hier los, bis kurz danach alle wieder erwachen. Ja, und dann fragt man sich erstmal, was ist hier nun passiert und wie konnte das alles sein? Komischerweise sind auch die Frauen alle schwanger und man geht natürlich erstmal dann davon aus, dass eine Vergewaltigung stattgefunden hat in der Zeit, also dass das irgendwie in die Wege geleitet wurde. Im Endeffekt sind das dann aber alles solche Kinder, die da zur Welt kommen. Die haben alle so weiße Haare, also es sieht halt aus wie so eine Sekte und die haben halt spezielle Kräfte, die sie einsetzen, vor allen Dingen, was man dann sehen kann, dass die Augen leuchten. Ne? Dadurch sieht man dann, dass diese Kräfte wieder eingesetzt werden und die können Menschen, die nicht betroffen sind, halt davon, zu Tätigkeiten bringen, die sie sonst nicht tun würden. Und die kriegen das halt beim vollen Bewusstsein mit. Quasi wollen die, dass sich jemand Messer ins Bein rammt, macht er das, ohne dass er das möchte. Ist ja natürlich klar. Ja, das ist eine ganz geile Filmidee. Das Original von 1960 kenne ich leider noch nicht. Eigentlich wollte ich diesen Film auch ganz gerne für mein Original vs. Remake-Format nehmen, aber das Original ist gerade unbezahlbar und ich war einfach so heiß auf diesen Film, dass ich mir ihn jetzt vorab schon mal angeguckt habe. Und ich muss sagen, ich fand den Film gut. Ich fand ihn wirklich gut. Der hat eine geile Atmosphäre, der hat auch ja, hier und da ein paar Schwächen, also vor allem im Soundtrack. Da kennt man eigentlich von Carpenter bessere. Aber schlecht sind die hier aber auch nicht, die Scores. Und was ich vor allen Dingen sagen muss, 94 Minuten sind viel zu kurz. Ich hätte den Film auf jeden Fall detailreicher gerne gehabt und ein bisschen ausgiebiger. Also man hätte hier auf jeden Fall auf 2 Stunden aufrüsten können und der Film wäre nicht langweilig geworden, bin ich mir ziemlich sicher. Aber gut, auch mit 94 Minuten komme ich klar. Der Film hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Ja, kein Booklet dabei, leider. Leider. Von Universal, ja. Kennen wahrscheinlich die meisten auch schon. Ich bin da wahrscheinlich eher so ein Nachzügler, der jetzt recht spät diesen Film gesehen hat. Aber ich behalte ihn auf jeden Fall. Der war cool. Gibt es von mir auch 8 von 10 Punkten und der bleibt auch auf jeden Fall in meiner Sammlung.
Schönes Ding, aber Carpenter hat auf jeden Fall stärkere Filme. So, und dann habe ich hier einen Film geguckt von meiner Freundin, den sie jetzt auch schon richtig lange in ihrem Regal hatte, der sie aber recht wenig interessiert. Aber ich aufgrund von Vergleichen in Richtung Hitchcock und Polanski sowas von neugierig wurde, dass ich mir ihn jetzt komplett alleine angeguckt habe. Ihr wollt jetzt wahrscheinlich wissen, worum es geht. Es ist The Captive mit Ryan Reynolds. Ja, Ryan Reynolds ist ja ein Schauspieler, der mir mal ziemlich gut gefällt, wie hier jetzt zum Beispiel, und mal auch ziemlich nicht gut gefällt, wie bei Deadpool zum Beispiel. Ja, grundsätzlich haben wir hier auf jeden Fall erstmal einen Film von 2014 kanadischer Produktion. 108 Minuten geht das Ganze vom Regisseur Adam, was muss ich ablesen, was steht auch hier drauf? Adam Egoyan. So wird er geschrieben, keine Ahnung, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Der hat auch ein paar mehr Filme schon am Start. Remember heißt einer zum Beispiel, einer deiner neuesten. Und ja, ich kannte aber sogar einen weiteren, nämlich Chloe. Und Chloe war ziemlich cool. Der hatte ein richtig geiles Drehbuch. Und ja, nun hatte ich mir dann The Captive geholt. Und hier geht es darum, dass die Tochter dieser beiden hier entführt wird und ja, über Jahre lang hören sie nichts von ihr und man weiß es nicht, was mit diesem Mädchen passiert ist, bis irgendwann Videos aufkommen im Darknet oder ich weiß nicht, ob es das Darknet ist, auf jeden Fall im Internet, wahrscheinlich ist das ein pädophilen Kreis, das gehe ich mal stark von aus, nach dem, was man aus diesem Film herausziehen kann. Und sie wird halt als mittlerweile, weil sie auch keine Jugendliche oder ein Kind mehr ist, sie ist also mittlerweile schon 18 und sie hilft diesem Kreis halt, ja, mehrere Kinder heranzukommen. Keine Ahnung. Also sie wirbt wirklich mit einem Video dafür, dass diese Kinder irgendwo zu irgendeinem Treffpunkt kommen sollen. So genau kriegt man das aber auch gar nicht mit bei diesen Filmen, aber irgendwie sowas in diese Richtung tut sie. Und ja, das Ganze nimmt dann halt so seinen Lauf, weil sie auch komischerweise versteckt ist in einem Zimmer, aber Kameras in dem Haus der Eltern installiert wurden, sodass sie ihren Eltern den ganzen Tag beim Alltagsgeschäft, keine Ahnung, im Haus zugucken kann. Was ich ein bisschen komisch fand. Also das war von der Story her alles so ein bisschen wow, sehr unrealistisch und ja, muss man schon sehr viel Toleranz haben, um das alles so abzunehmen. Das Ganze kommt dann natürlich auch so, dass natürlich die Tochter dann irgendwann doch Kontakt aufnimmt und das Ganze nimmt dann so seinen Lauf und viel mehr mag ich jetzt auch gar nicht erzählen, weil es reicht eigentlich schon. Und ich muss sagen, ja gut, ein Mix aus Hitchcock und Polanski ist das Ganze nicht, allerdings ist das jetzt auch kein Rotzfilm oder sowas, aber der hat schon Spaß gemacht, der war schon interessant. Ryan Reynolds, wie gesagt, spielt hier auch ganz gut, hat mir gut gefallen. Aber die Story ist halt total komisch, finde ich. Also, die Story hat mir nicht zugesagt, hätte man auch mehr draus machen können. Es klingt erstmal auch alles ziemlich nach eventuell kleinen Terrorfilmchen und sowas. Das ist es aber auch nicht. Dafür ist der halt viel zu harmlos. Also, der ist jetzt nicht blutig oder sowas. Ja, aber irgendwie hat man es bei der Story hier komplett verkackt, meiner Meinung nach. Die hat mir nicht gefallen. Also man hat auf jeden Fall eine gute Atmosphäre und sowas. Aber ja, musste mir halt echt wirklich oft am Kopf kratzen, ob ich das dem Film so abnehmen kann. Und habe auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, das ist dem Film egal, ob der Zuschauer das jetzt abnimmt oder nicht. Entweder man kommt damit klar oder man macht den Film aus. Deswegen ist der wahrscheinlich mir auch bisher also vorher noch gar kein Begriff gewesen, dieser Film. Eine Empfehlung kann ich auch nicht aussprechen. Ich werde den auch nicht behalten, denn meine Freundin wird den wahrscheinlich nicht in ihrer Sammlung haben wollen. Ich auch nicht. Von mir kriegt der Film 6,5 von 10 Punkten. Chloe war da auf jeden Fall ein besserer Film von diesem Regisseur. Aber ja gut, schlecht war er jetzt nicht. Konnte sich mal angucken. Muss jeder selber wissen. Ryan Reynolds-Fans können da auf jeden Fall zuschlagen, denke ich. Ja, und dann bin ich auch schon wieder durch. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Habt noch einen schönen Abend.
Oder einen schönen Tag. Kommt ganz auf an, wie spät es bei euch jetzt ist. Haut rein.